Malung, die folgenden Kämpfe wurden von einem Anfänger bzw. mittelmäßigen Spieler des Genres vorgeführt. Falls Sie Tipps in Sachen Gameplay von diesem Spiel suchen, sind Sie in diesem Video falsch und sollten sich besser an echte Profis wenden, die sich im Spiel besser auskennen. Ansonsten wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Video. Jo, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Für die Wii U Heart of Heart Online. Mit mir, DaniroLP. Ja. Online. 1 gegen 1. Fangen wir an. Letzte Folge haben wir ja Mario gespielt, jetzt nehmen wir, würde ich sagen, den hier, Mr. Game & Watch. Wo halt wahrscheinlich voll die blöde Idee ist, aber ich spiele ihn voll gerne, deswegen, warum nicht? Ich merke gerade, wie irritierend das gerade ist. Ich habe hier meinen Fernsehbildschirm, ich habe meinen Aufnahmebildschirm, also am PC, wo ich das Bild sehe, und ich habe hier das Wii U Gamepad auf dem Tisch liegen. Ich habe jetzt sozusagen 3 Bildschirme, wo ich nachgucken kann. Also mal. Komisch. Na, warte. Ich tue einen verdammten Luma hier in den Dings einfangen. Einen Eimer. Ich weiß, wie man Luma auf jeden Fall benutzt. Ich weiß da zum Beispiel nicht. Obwohl ich auch gerne mal Rosalina spiele. Ist ja gut, Mann! Der Schlüsselschwertmeister, was willst du eigentlich? Der leckt wieder wie sonst was. Hallo. Muss mein Pestizide rausholen für den oder was? Ich komme ja gar nicht mehr rein. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich so gegen einen menschlichen Rosalina und Luma kämpfen. Oh, du Pisser, lass mich in Ruhe. Der Kackstern. Ja, was ist das? Ich hoffe, der kann nichts ohne den Stern. Ja, was ist das? Ja, läuft nicht so gut bis jetzt. Ich meine, gedacht hier den zu steuern. Ich mir denken können, dass das online nicht sehr viel bringt. Vor allem ist er der leichteste Charakter, oder? Oder ist er Pummelup? Ne, ich glaube er. Deswegen sehr gefährlich. Ich kann die ganze Zeit die neuen Spam versuchen, jedenfalls. Stuhl! 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 Bist du? Ah! Ich meine Pestizide gegen das Viech anwenden, ja. So, ja. Ja. Ja, online werde ich nicht so viel Chancen haben, habe ich so das Gefühl. Ich bin Roman. Ja, egal. Ich stampf mich hier voll im Boden, ne? Weg, Mann. Ja, Leute daneben. Du Kack. Ja, nimm deinen Stern, der deinen Namen trägt. Das wird nicht gut ausgehen. Nein. Egal. Ja, ich habe ja schon gedacht, dass ich irgendwie sehr oft mit Mr. Game & Watch drauf gehe. Spiele ich irgendwie nur irgendwie zum Trollen eigentlich. Ist natürlich jetzt keine Entschuldigung dafür, dass ich verliere. Doch. Aber naja, egal. Ich mache ja nicht, weil ich irgendwie können oder so zeigen will. Ich will einfach nur zum Spaß machen. Den ganzen Rage hier von anderen Spielern auf mich ziehen, ey, wie kannst du nur so was irgendwie ins Internet posten? Ne, da ist auch voll, weiß ich nicht, eine Beleidigung für alle Smash-Spieler. Wenn das der Fall ist, dann jawohl. Mission erledigt. So, wer kommt jetzt? Little Mac, ja, das ist natürlich sehr schön. Den nehme ich wahrscheinlich gar nicht ernst, ey. Würde ich jedenfalls nicht machen. Wie groß er ist, ne?
Wie groß der hier ist, jetzt ganz ehrlich. Ich sag, Game & Watch ist riesig. Bam. Glocke. Ich habe noch ganz viele Haushaltsgegenstände, ne? Da glaubst du gar nicht. Am Stuhl hier. Im Schlüssel. Taucherhelm. Und Fackel. Fackel. Doink. Ma. Doink. Ma. Nein. Stuhl. Ich zähme die wilde Bestie mit dem Stuhl. Bim bim. So, ich weiß doch, was jetzt kommt. Also der typische Anfängerfehler, sobald man das Kackteil hat, setzt man sofort ein. Das mache ich auch, ehrlich gesagt. Deswegen bin ich ein Anfänger. Verdammt! Ja, damit haust du mich raus, ne? Das hättest du wohl gern. Mal Pestizid. So. Verbrenn den Boxer. Feuer. Okay, wird Feuer. Bam, Fisch. Was auch immer das ist. Steak, Kuchen, was weiß ich. Ich habe bei meisten Sachen nicht mal eine Ahnung, was das ist. Verbrenn ihn mit Feuer. Ja. Gullideckel. Gullideckel. Hammer. Fackel. Na. Nein, eine Sekunde irgendwie früher. Ma, jetzt lass mich wieder rein. Das ist gut. So, hier, weißt du, was das hier kommt. Wie lange kann er irgendwie nicht ausweichen? Warum auch nicht? Will er mich raushauen, das sehe ich schon. Ma. Bams. Ich fasse das einfach nicht. Wie habe ich gewonnen? Oh Mann. Ich wäre jetzt ganz schön angepisst, wenn ich der wäre. Ah, okay. Ah, schön. Nächster Gegner. So. Nein, warum will denn jeder mitkämpfen? Ich will nur einen Kampf machen, Mann. Okay. Ich habe einen Sieg errungen. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, so ein riesiger Erfolg für mich gerade. Mr. Game & Watch. Oni Shin. Okay. Steak. Steak. Fisch. Steak. Ah, Gulli. Wie kann das wagen, zurückzuschlagen? Oh, Zelda. Ja, die spiele ich auch gerne. Hier, frisst das. Denken sich nur alle, was? Warum spielt er mit denen? Alter! Pff, das ging schnell. So, eingetroffen. Einmal getroffen wenigstens. Ja, verbrenn dich. Ja, den Angriff. Den spam ich mit Zelda die ganze Zeit. Den Fernangriff. Und ich habe bis vor kurzem nicht mal gewusst, dass man mit dem Abwärts-Smash irgendwie angreifen kann. Das ist irgendwie peinlich. Das ist erst vor kurzem, aber relativ spät habe ich herausgefunden, dass man damit auch jemanden treffen kann. Aber naja, lernt die aus. Wäre doch geil, den Gegner so mit einer neuen rauszauen, ne?
Aber naja. Wie merkt man, nennt man das Power Armor mit dem Angriff? Ah. Versucht mich die ganze Zeit damit zu treffen. Ja. Dann komme ich hier mit. Er voll in Panik hier wegen meinem Steak. Ja. Ja. Da ist daneben gegangen. Jetzt gewinne ich noch. Das wäre irgendwie das Schönste. Geh weg. Ne, okay, das war's nicht. Er scheint oft zu kombonen mit diesem Angriff, habe ich das Gefühl. Kann man irgendwie den seine, weiß ich nicht, seine Fisch irgendwie so effektiv überhaupt als Projektile benutzen? Hab so nicht das Gefühl. Oh naja. Den Angriff, ne? Den setzt manchmal irgendwie, weiß ich nicht, außerhalb der Arena ein und das ist nicht gut. Danach kann man sich nicht mehr retten. Hab ich, oh, er ist sehr spät herausgefunden. Nein. Oh, das ist, ich denke mir schon, irgendwann trifft er mich damit. Verdammt. Okay. Nächster Gegner. Am besten so Bowser, weil es ist der leichteste Charakter gegen einen der schwersten Charakter. Wer ist eigentlich der schwerste? Ich glaube Gennendorf, ne? Ja, das wäre ja super. Ein super Mash-up. Da haben wir da irgendwie gar keinen Vorteil gegen den. So als leichter Charakter. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Voll die Entdeckung für mich gerade. Oh Church, okay. Merkwürdige Kirche. Oder der ist merkwürdig und heißt Church. So wie der. So wie der aus Red vs. Blue. Okay, da kriegt sofort eine 9 on die Lucina. Wir haben schon sehr doofe Erfahrungen. Aber den Hammer. Ah, das wäre gut gewesen. Okay. Nein, ich möchte auch nicht so raus von der Pam, sind doof. Fisch. Versuch den Fisch zu kontern. Ich kann aber nicht so ein extremer Lucina-Spieler zu sein. Nein. Das kann ich nicht abwehren. Ich versuche da irgendwie den Angriff die ganze Zeit. Nein! Warum musst du so weit noch wegfliegen damit? Bams. So. Nein! Ich laufe immer da rein. Auch beim letzten Kampf gegen die Spieler 2. Hör auf damit. Du. Ich wusste auch gar nicht, dass man damit irgendwie weiter nach vorne geht in der Luft. Schon wieder was Neues gelernt. Man lernt ja nie dazu. So, Feuer. I burn you. Die immer Timing direkt drin haben. Fisch. Stuhl. Fahne. Nein, der könnte eigentlich voll locker irgendwie berechnen. Macht doch an. Direkt. Mein Sprintangriff irgendwie. Ich tue ja sehr oft Sprintangriff einsetzen. Ja, genau das hier. Steak. Fisch. Fahne, nein, Fackel meine ich.
Da ist eine Fackel. Schon wieder zu weit. Ich mal gegen jemanden mit Projektilen kämpfen, ey. Weil der hat nein, das gibt's jetzt nicht. Oh, ein Kackangriff hat er gekontert. Mit der Sumia-Kostümpalette. Farbpalette meine ich. Ah, das sieht nicht gut aus für den Mr. Game & Watch. Ein Sieg konnten wir verbuchen. Letztes Mal konnten wir auch nur zwei Siege verbuchen. Verdammt, das lief irgendwie in den ersten beiden ein bisschen besser. Ich weiß nicht, so ungefähr die Hälfte immer geschafft. Aber egal, meine... Die Qualität wurde ja schon im Intro sozusagen... Ja. Vorgestellt. Also jeder weiß, was ihn erwartet. Also... Nicht dann jetzt jemand so kommt, so, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, der so scheiße ist. Aber naja. Oh, Yoshi. Oh, the black ones. Aua. Ja, ne? Kann ich ja ein, das kann ich einstecken. Nichts mit deinen Eiern hier. Leck mich! Danke! Idiot! Hast mich gerettet! Ich wäre draußen gewesen, aber nein. Er wollte unbedingt, dass ich noch drin bleibe, um mich weiter zu erlegen. Gut, reicht. Hier, Bams. Warum sind alle Yoshi-Spieler so gut, ey? Kämpfe nur gegen Pro-Yoshi-Spieler, habe ich dort Gefühl. Und ich bin einfach nur schlecht. Oh, ich weiß, was du vorhast. Nein. Boah, wie kann ich daneben treffen? Meine Güte, ey. Ist ja schon echt so ein guter Compel-Spiel-Charakter. Alter! Ich immer hier zugemüllt werde mit einem möglichen Angriffen. Ja. Hier, wo ist das? Ich würde mal gerne Gegner, wo ich vernünftig Projektile mit einfangen kann, diese Eier sind in die Kacke zu fangen. Yoshi sind irgendwie die schlimmsten, habe ich so das Gefühl. Da sage ich so, weiß ich nicht, nochmal, weil ich tue ja noch so Online-Erfahrungen sammeln. Das sind ja so die ersten Kämpfe noch, die ich online mache und deswegen weiß ich noch nicht, was mich so erwartet. Ich kenne das alles hier nur so von Schauen. Aber im Visualisieren bin ich nicht so gut. Glaube ich. Competitive tut man eigentlich ein bisschen öfter so springen, aber das kann ich nicht. Ich mal versucht mir so anzueignen, aber das ist irgendwie schwieriger. So viele Sprungangriffe irgendwie so. Die Rückangriffe. Das ist eine Schildkröte. Was so? Benutzt der Schildkröte. Oh Gott, das wird wehtun. Oh nein. Da muss ich mir erstmal so herzhaft seufzen, weil da ist schon wieder ein Fire Emblem Charakter. Das heißt, der Konter hat mich wieder kaputt, ne? Pff, Fuß gegen Hammer. Ich spiele ich auch sehr gerne. Im Brawl habe ich den sehr oft gespielt. Aber weiß ich nicht, wie ich davon jetzt mitgenommen habe in den nächsten Teil. Weg. Ja, ich mach das nicht, ne. Verdammt. Ja, mehr solche Angriffe. Nein. Oh, das war gefährlich. Ja. Nein. Den Ausdauer wird auch schwieriger wieder gefühlt.
Ja. Komm schon. Wir zwar verlieren, aber nicht kampflos. So. Hammer gegen Schwert. Seht der Hammer nicht als Axt? Okay, dann hat er einen Waffenvorteil. Wie meine Fire Emblem Kenntnisse ein bisschen in den Raum werfen. Wo die ja nichts zu suchen haben. Autsch! Ja. Mit Stuhl so irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich wollte sich so denken, wow, boah, ist der schlecht, ey. Warum spielt er mit Mr. Game & Watch? Ja. Mann! Er macht irgendwie nicht, er greift irgendwie nicht an, mein Knopf, der scheint nicht reagieren zu wollen. Ja, boah, zum Glück habe ich nicht getroffen. Zum Glück treffe ich mit dem Kack nicht. Und ich fliege die ganze Zeit in die Luft. Ja, genau so. Ah, da bin ich, im Hintergrund. Ah, verdammt. Okay. Also, was anderes habe ich sowieso nicht erwartet. Also, ja. So ein großer Schock ist das jetzt nicht, dass ich hier die meisten Kämpfe verloren habe. Also, bis auf einen. In Little Mac. Aber naja, gut. Nächste Folge, nächster Charakter, nächstes neues Glück. Ne? Würde ich sagen. Okay, dann beende ich jetzt den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Super Smash Bros. Für die Wii U. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.